Willkommen in Cello. Heute wollen wir uns auf dem Dashboard weitere Funktionen anschauen, nachdem wir in einem anderen Video bereits die Filterfunktion angeschaut haben. Wir sehen hier, sind laufende Kurse ausgewählt und wir können als weitere Funktion zum Beispiel noch die Module, in denen wir gerade sind, und die Angebote hier in einer Listenansicht darstellen. Wir sind auch hier in der Lage, direkt einen Favoriten zu wählen in einer Veranstaltung, um gegebenenfalls über die Filterfunktion schneller darauf zugreifen zu können. Wir haben außerdem hier an dieser Stelle all die Programme, in denen Teilnehmende eingetragen sind, in der oberen Ansicht mit einem direkten Zugriff auf die verschiedenen Funktionalitäten, die sozusagen unabhängig von den einzelnen Modulen sind, wie Guido-Hinweise oder auch Foren und dergleichen. Wir haben in der oberen Navigation einzelne Funktionen, die zum Beispiel das Profil betreffen. Hier oben einmal das Profil anzeigen, mein Profil bearbeiten und auch die Zugangsdaten bearbeiten. Außerdem besteht die Möglichkeit, Cello komplett auf Englisch umzustellen. Die Glocke subsumiert quasi alle neuen Ereignisse seit meinem letzten Login und gibt mir die Möglichkeit, über das Auswählen eines dieser Funktionen direkt zum entsprechenden neuen Ereignis zu springen. Ich habe auch die Möglichkeit hier durch Auswählen des Icons alle diese Ereignisse zu löschen. Hier ist wichtig zu beachten, dass, wie in diesem Tooltip zu sehen, nur der Hinweis auf das Ereignis gelöscht wird, natürlich nicht Nachrichten, Ankündigungen oder Dateien selbst. Man verliert also nichts, außer dass es nicht mehr als ein neues Ereignis angezeigt wird. Ein anderer Weg, um diese neuen Ereignisse zu löschen, besteht über diesen Abmelde-Button, wo man sich abmelden kann und dann, wie im alten Cello, alle neuen Ereignisse löscht. Bei technischen Schwierigkeiten ist hier zum Beispiel das Fragezeichen-Icon, wo wir unter anderem dann auf den technischen Support kommen, indem wir dann direkt an das Team der Programmierer am CRL einen Hinweis mit einer etwaigen Fehlermeldung melden können. Auch auf diesem Dashboard finden sich alle Mitteilungen, all der Veranstaltungen, in denen wir beteiligt sind oder die generell auf C3L-Ebene relevant sind. Es findet sich in der rechten Spalte immer eine Ansicht der aktuellsten Mitteilungen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, über den Knopf Alle mir hier alle meine Mitteilungen, die je für mich Relevanz hatten, zu durchsuchen. Das gleiche gilt für die Termine. Da werden mir gerade die Termine angezeigt, die relevant sind, und auch hier habe ich die Möglichkeit, über den Knopf auf Alle mir alle meine vergangenen Termine anzeigen zu lassen.